Hallo ihr Lieben und seid herzlich willkommen bei einer weiteren Folge The Forest. Wir sind in unserem Solo-Survival und wenn wir mal ins Buch schauen, dann haben wir bereits 19 Tage überlebt. Bei der letzten Folge haben wir damit aufgehört, dass wir hier die Virginia getötet haben und ich ganz dringend Kommentare von euch brauche, wie wir oben auf unserer Steinhütte, auf unserem Steinturm verfahren sollen. Und bis dahin habe ich noch andere Ideen, denn ich meinte ja, ich möchte Hasenfallen bauen und wichtig ist natürlich noch, wo werden wir diese Hasen lagern? Deswegen fange ich jetzt erstmal ganz kurz an, so ein bisschen rumzubauen, denn ich habe erstmal ein paar Pläne. Zum einen will ich hier einen kleinen Garten machen, unten unter dieser Terrasse, aber das Ganze muss natürlich hier auch ganz schön aussehen. Das sieht awesome aus. Achso, genau, ich hätte hier den Trick anwenden können und mich dücken, um das Ganze öfter zu bauen. Zack. Oh, hier können wir. Ah, kriegen wir 5 hin, wir kriegen keine. Wenn wir die ein bisschen zusammenstellen, dann könnte es noch klappen, dass wir einen 5. Ja, oh, gerade so. Ich nehm das mit. Das wird auf jeden Fall wisst ihr was? Wir machen noch eine zweite Reihe. Das wird eine riesige Plantage, aber ne, man kann ja, sag ich mal, nie genug haben. Okay, das gefällt mir an sich sehr gut. Dann können wir natürlich alles dann. Wenn wir einmal alle Kräuter haben, dann haben wir hier definitiv genug. Ein bisschen weiter nach vorne, glaube ich. Habe ich das richtig gemacht? Die überlappen teilweise. Gerade die letzten zwei, die mache ich nochmal lieber weg. Die letzten zwei gefallen mir nicht. Ja, wo bist du da? Wenn wir es einmal machen, dann natürlich richtig. Das heißt, wir werden jetzt auf jeden Fall unser Kräutergarten durchbringen. Ja, hier wird es ein bisschen problematisch, weil dieser Baumstumpf im Weg ist. Aber wir wissen ja, dass wir auch diesen Baumstumpf theoretisch. Habe ich es jetzt schön gemacht? Ja, der eine. Ah, die überlappen wieder ein bisschen, aber ich glaube, das ist okay. Ich kann den Baumstumpf ja eigentlich wegmachen. Aber ich frage mich, ob ich das auch mit dem Katana kann. Kann man mit dem Katana Baumstümpfe wegmachen oder braucht man dafür die Axt? Okay, es ging. Hat relativ gut funktioniert. Wir brauchen jeweils zwei Holz hierfür. Das heißt, wir machen uns einfach in unsere Log-Slashes ran, die wir vorher schon gemacht haben. Und ich freue mich drauf. Das wird richtig super. Ich finde sowieso dieses Steinhütte, also ich meine, wir haben super viel Liebe in diese Haus, in diese, in das Baumhaus reingesteckt und wir haben da, sage ich mal so, ich hatte auch eine Folge, die ich glaube ich Perfektionist genannt habe, weil ich da alles richtig haben wollte, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass noch mehr Liebe hier in diesem Turm drin steckt. Generell ist cool, wird irgendwann so eine kleine Village, wo alles zusammen wächst. Wie sieht das aus? Ich finde, es ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Was mich noch stört, ist dieser Busch hier, der gehört nicht dazu. So. In letzter Zeit, gerade jetzt, wo wir nicht mal in diesem Haus bauen, sondern hier in dieser Hütte, also nenne ich die jetzt, werden wir nicht mehr so oft attackiert. Und ehrlich gesagt ist das schön, dass es das gerade so friedlich ist. Man muss ja nicht immer mit Kannibalen zu tun haben. So, das funktioniert. Jetzt hat er sich auf die Bank gesetzt. Theoretisch gar nicht so schlecht, denn ich kann easy peasy mal wieder meine Ausdauer aufladen. Es geht doch alles relativ schnell. Also, wer noch keine Bank bei sich in der seiner eigenen The Forest Welt hat, der sollte sich definitiv mal eine bauen. Das sieht gut aus. Ja, das ist schön. Da war eine kleine Lücke, kann das sein? Hier? Minimal. Awesome. Richtig awesome. Es ist die Frage, wie hauen wir hier die Kräuter hin? Und vor allem mag ich hier diesen unteren Bereich nicht, aber wenn wir. Wollen wir hier Holz? Ich würde das auch gerne von innen auskleiden, aber ich glaube, das Problem dabei ist. Also, es würde viel besser aussehen. Das Problem dabei ist, dass es ein bisschen zu hoch geht. Und wenn wir hier jetzt mal in die Hütte reingehen, würde hier wahrscheinlich was rausgucken, oder? Nee, es würde nicht rausgucken, weil es in den Stein quasi ist. Wir müssen ja nicht alles auskleiden, aber so zumindest dieser Bereich hier wäre schön, weil wir da unseren Garten haben und irgendwie muss das richtig aussehen, habe ich zumindest so das Gefühl. Ich glaube, es ist awesome.
Und deswegen mache ich das auch. Ich habe mich richtig in The Forest eingelebt. Irgendwo in den Kommentaren habe ich gelesen, yo Mike, ich mag das, wie du The Forest spielst. Man hat das Gefühl, du tauchst in diese Welt ein. Und ehrlich gesagt, ist es auch so. Also ich, wenn ich jetzt wirklich gestrandet wäre auf so einer Insel, ich würde irgendwie sowas bauen, weil ich sowas irgendwie gut aussehen finde. Okay, wir haben es fertig. Ja, guckt euch das mal an. Das ist um Welten besser, oder? Das ist genau so, wie es sein muss. I like it. Und es guckt hier nichts raus. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, das dichtet sogar noch ein bisschen mehr ab. Also richtig, richtig cool. Und hier werden wir definitiv einen kleinen Zaun drum machen, damit die Rehe da nicht rankommen. Natürlich, die machen da eh nichts, aber einfach auch wieder, damit es ganz gut aussieht. Wir fangen hier an. Das ist nicht gut gewesen. Nochmal am besten, ich stelle mich da rein. Ich glaube, dann kann man es noch besser sehen. Okay, von da. Es muss eigentlich auch gar nicht direkt abschließen, glaube ich. Ja, wobei doch, es sollte schon abschließen. Ja, da seht ihr wieder. Es muss einfach gut aussehen, zumindest fürs Auge. Ne, das ist ja. Wir werden hier noch lange leben. Okay, so ist gut. So, ich glaube auch. Ja, so müsste es gut sein und auch direkt. Man sollte einen rechten Winkel haben. Okay. Ich glaube, es ist uns relativ gut gelungen. In der Mitte werden wir dann auch wieder eine Öffnung lassen. Okay. So. Und hier machen wir zu. Hier sind wir leider. Okay, wir bauen es erstmal so, wie es jetzt ist. Den letzten reißen wir, glaube ich, nochmal ab. Den vorletzten auch. Damit wir von hier besser rankommen können. So, wir starten hier. Funktioniert das überhaupt? Das ist ein bisschen schräg. Und ein bisschen doppelt gemoppelt, aber ich glaube, nee, das ist schon in Ordnung. Das ist schon in Ordnung. Das Ganze kostet zum Glück nicht ganz viele Steaks und wir haben auch selber ein paar Steaks gesammelt. Nein, 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 nein. Die in der Mitte kann ich, darf ich hier gar nicht. Ich glaube. Warte mal. Shit. Krieg ich die wieder? Ich krieg ein paar wieder, okay. Ich muss hier auch ein paar in Öffnung lassen. Damit ich hier überhaupt ran kann. Ich glaube, das reicht. Das ist schon gut, glaube ich. Also den hier noch canceln, würde ich sagen, genau. So, dann ist die Frage, ob ich den einen noch canceln soll. Weil das sind genau die, die doppelt gemoppelt sind. Dann mache ich den auch nochmal kurz weg. Ja, klar. Das ist awesome. Oh yes, der Kräutergarten nimmt Gestalt an. Genau so möchte ich es haben. Und danach werden wir uns unsere Kaninchenbrut widmen. Ah, mein Gott, das ist so awesome. Das ist richtig fantastisch. I like it a lot. Ich mag das sehr. Okay, die Sticks sind aufgebraucht, aber es sollte kein Problem sein. Müsste eigentlich reichen, jetzt um hier fertig zu werden. Sweet. Das Feuer brennt im Übrigen nicht mehr da hinten, das heißt, es brennt nicht unendlich. Oh mein Gott, das sieht so gut aus. Oh mein Gott. Also, finde ich zumindest. Ich hätte ehrlich gesagt Lust, das Ganze noch ein bisschen zu perfektionieren. Vielleicht nehme ich mir eine eigene Folge, um das mit den Kaninchen zu machen. Dann müsst ihr halt noch einmal mehr warten, aber dann würde ich das hier eher für den Kräutergarten widmen. Ich kann irgendwie gerade die nicht drehen. Vielleicht muss ich erstmal den ersten setzen. So. Okay. Hier machen wir auch einen kleinen Weg nach vorne. Das müsste eigentlich schon gut sein. Auch relativ gerade. Ja, tatsächlich nicht ganz, okay. Also auch hier wieder noch ein bisschen besser. Aber oh, das wird so schön. Bin ja jetzt schon irgendwie stolz auf mich. Okay, das war jetzt komplett Crap. So wird das nicht gemacht.
Rock Wall wollen wir auch nicht. Okay, wir fangen mal hier an, ne? Okay. Das ist schön. Okay, so. Okay, das ist schon mal ein schöner Weg. Wir brauchen genau 20 Steine dafür. Das ist auch kein Problem. Davon haben wir glücklicherweise auch noch ein paar gesammelt. 10 Stück kann ich tragen. Das heißt, ich müsste zweimal laufen. Was ich mag, ist, wenn man diese Wege fertiggestellt hat, dass der Boden darunter automatisch schöner wird. Wait, what? Was fehlt mir? Ah, seht ihr? Ah, das ist gut, ne? Ich finde es gut. Man könnte fast überlegen, ob man jetzt hier, ob man hier vorne noch diesen Zaun baut. Ich finde, das hat eigentlich auch etwas. Dann würde man halt zu dem Garten reinkommen, in dem man hier lang. Ich finde es cool. Ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht. Wie viele Teile sind das? 2, 3, 4, 5. Man könnte eigentlich noch den in der Mitte theoretisch canceln, dass man. Ja, ich. Jetzt gehen wir hier langsam Richtung Design. Wir haben. Wir haben keine Sticks mehr. Aber zum Glück ist das meiner Meinung nach das Material, was man so wirklich am leichtesten farmen kann, vor allem mit dem Katana. By the way, es gibt einen Trick, wie man Sticks sammeln kann, ohne Energie zu verlieren, meine ich zumindest, indem man das Repair-Tool benutzt. Seht ihr das? Wir verlieren keine Ausdauer. Das heißt, wir können quasi die ganze Zeit sprinten und konzentrieren uns mit dem Repair-Tool einfach die Sticks einzusammeln. Das ist ein Trick, den habe ich bei einem anderen YouTuber gesehen. Finde ich eigentlich ziemlich schlecht. Ziemlich schlecht. Ja, nicht schlecht vor allem. Also habe ich genug. Das ist genug. Ich überlege, ob ich das doch zumachen will. Wie sieht das jetzt aus? Also, wenn ihr Sachen kaputt machen wollt, natürlich Bäume könnt ihr nicht hiermit kaputt machen, aber mit dem Repair Tool geht das alles ganz easy. Wir brauchen wieder was zu essen. Da läuft wieder ein Kannibale. Der eine sprintet meistens vor und dann kommen noch drei weitere. Wenn ich zu nah in deren Nähe gehe, dann merke ich mal direkt, dann wollen sie mich. Dried. Hier ist sogar schon Dried Fleisch gewesen. Das nehmen wir nochmal kurz mit. Dann wissen wir Bescheid. Okay. Ja, das sieht gar nicht so übel aus. Und dann ist natürlich auch noch die Frage, wie machen wir das mit dem Weg weiter? Holy sh! Wow! Oh mein Gott, da kommt noch mehr. Hast du mich erschrocken, ey? Okay, es sind die zwei, wie ich sehe. Jetzt bloß nicht die Nerven verlieren. Erstmal hier. Holy shit, so viel zum Thema Nerven verlieren! Das war ein. Holy shit, der hat irgendwie 396 auf mir gemacht. Drei Pfeile reichen für die. Jetzt läuft er weg mit meinen Pfeilen. Sowas liebe ich ja. Okay, ich glaube, einmal hat er mich. Einmal konnte er richtig zuschlagen. Aber das war's dann auch. Ja, hast mich ja kurz erschrocken. Dann kommt er wieder. Da hinten läuft er, ne? Ist nur ein Vogel. Alright. Ja, wenn die so von hinten kommen, dann stehen plötzlich neben dir. Kriegst einen richtigen Schock. Ich mache mal ein paar Knochenrüstungen. Apropos Knochenrüstung, ich habe hier noch einige, die ich nutzen kann. Ich nehme ich einfach mal alles. Also einen sich brauche ich. Ah, warum will der eine nicht? Gut. An sich brauche ich gerade keine mehr machen. Wenn die mich noch einmal angreifen, dann kann ich mir welche machen. Hallo, kleines Bambi! Scheiße. Den Pfeil habe ich zum Glück wieder gekriegt. So, jetzt ist die Frage. Wie gesagt, ich wollte gerade hier mit dem Logslash wegfahren und gucken, wie ich es noch schöner machen kann. By the way, ich kleide hier alles aus. Das wird viel besser aussehen. Und wir können auch. Wir werden nicht das Problem haben,
Dass das. Ah, hier könnte es noch hässlich aussehen. Weil wir hier keine Steine haben. Und ausgerechnet hier, meine ich, brauchen wir das. Also hier müssten wir eigentlich in den Steinen drinne sein. Okay, so. Ich guck mal kurz, wie sieht das Ganze aus. Ah, es wird hier ein bisschen überlappen. Ich weiß nicht, ob wir da noch die Tür aufkriegen, aber eigentlich müsste das noch in Ordnung sein. Da bin ich jetzt unsicher, ob ich das überhaupt will. Also beziehungsweise, machen wir das nochmal weg. Ich meine halt, ja doch, das machen wir nochmal. Ich meine, das wird viel edler aussehen. Dann sieht die Steinhütte nicht so nackig unten rum aus. Dann erkennt man vielleicht auch noch die Treppen besser. Testen es einfach mal aus. Wir bauen es einfach mal zu und schauen mal, wohin uns das Ganze bringt. Die zweite muss ich ja noch. Ups, jetzt hab ich's fallen gelassen, ist egal. Die zwei. Was macht eigentlich dieser Log-Slash hier oben? Bist du das? Hab ich. Wie gesagt, warte mal. Also, okay, man kann relativ gut noch durchgehen. Man bleibt hier nicht hängen. Die Tür geht wahrscheinlich auch noch zu. Okay. Nice, dann können wir das auf jeden Fall nochmal fertig bauen. So, vier Stück noch. Jetzt hat sich der Log-Slash ganz verabschiedet. Ja, das sieht viel schöner aus. Und jemand hat in den Kommentaren noch eine Idee gehabt. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Oh mein Gott, das ist viel, viel besser. Viel, viel besser. Yep. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Jemand meinte in den Kommentaren, yo Mike, du kannst theoretisch, hier geht's hoch, dann machen wir hier eine Treppe runter. Und man würde dann quasi hier nochmal den Boden ausschneiden. Das würde bedeuten, dass wir hier einen Keller haben. Das sieht richtig cool aus. Richtig idyllisch. Das würde bedeuten, dass wir hier unten, dass wir hier einen Keller haben, quasi, dass wir hier reingehen können. Wahrscheinlich haben wir dann nicht viel Spielraum. Wahrscheinlich bleiben wir hier schon hängen, oder müssen uns halt dücken. Man kann in diesem Keller vielleicht ein, zwei Sachen verstecken, aber wie gesagt, ich wusste noch nicht, weil es auch sehr, sehr, sehr eng ist, was ich davon halten soll. Das könnt ihr natürlich nochmal in den Kommentaren sagen, wie ihr diese Idee eines Kellers findet. Und ich glaube, hier mache ich auch nur zwei. Um das abzuschließen, das werde ich auch noch einmal machen, wenn ich einmal offline bin und das Ganze sammle. Und dann ist noch die Frage, wie die Beleuchtung sein soll. Ja, guck mal, jetzt bleiben wir hier hängen, aber hier in der Mitte können wir ja lang. Jetzt haben wir den ganzen Tag. Ne, doch nicht. Wir hatten Original. Okay, alles gut. So, wir können jetzt hier ein paar Kräuter reinsetzen. Jetzt haben wir. Wahrscheinlich mehr haben wir gar nicht, bis wir dieses alles. Das Ganze. Ja, wir haben Blueberry Bush Seeds. Müssen eigentlich. Warum kann ich die nicht einsetzen? Da. Blockiere ich mich das so ein bisschen selbst? Oder warum kann ich die nicht einsetzen? Eben gerade war da noch ein C, meine ich. Aber jetzt ist das komplett weg. Habe ich. Ah, ich habe sie eingesetzt. Okay. Sie sind einfach weg gewesen. Okay, das heißt, falscher Alarm. Jetzt ist die Frage. Ich glaube ehrlich gesagt auch, dass so ein riesiges Feuer hier gar nicht so schlecht wäre. Zwischen dem Garten. Oh, das passt. Ist auch zu dicht am. Shit, das ist zu dicht. Dann hier vielleicht. Na, das ist nicht so schön. Wie wäre es mit kleineren Lampen im Blumenbeet selbst? Wo haben wir die denn? Lichter. Da. Genau hier dazwischen macht natürlich auch Sinn. Machen wir zwei Stückchen. Okay. Dann ist natürlich noch die Frage, machen wir hier und hier auch noch eins hin oder reichen uns zwei? Mir persönlich reichen momentan zwei. Oh mein Gott, das nimmt sowas von Gestalt an.
Man könnte, ja, weiß ich nicht, ey. Das ist so geil, das sind so gestaltet. Also hier unten, ne, werden wir unser Kräutergarten haben. Es gibt sogar noch eine Überlegung. Warte mal, geht das überhaupt? Ich habe einen Plan. Oh, ich will was versuchen. Wenn das geht, und es könnte vielleicht gehen, weil die Verbindung quasi im Inneren des Hauses wäre. Castle Floor. Gucken, ob es geht. Oh mein Gott, es wird gehen. Oder? Ach du Scheiße. Es geht. Oh mein Gott, wir können hier noch eine Etage reinknallen. Ih, aber warum ist die so schräg? Wie sieht die aus? Oh, die ist vorne extrem schräg geworden. Oh, das wäre aber auch noch eine Überlegung. Und dann machen wir hier noch eine Verbindung am besten. Von der Treppe oder hier machen wir halt noch eine dritte Treppe dran, dass wir hier drauf können. Das ist alles ziemlich interessant, was wir hiermit machen können. Und hier oben haben wir dann so ein paar Stände mit Molotow-Cocktails, ein paar extra Pfeilen oder vielleicht Katapulte. Ich meine, hier unten können wir ja trotzdem reingehen und unsere Kräuter sammeln. Oder vielleicht machen wir oben noch ein zweites Kräuterbeet. Da seid ihr nochmal gefragt. Also in der Folge davor habe ich euch ja ganz massiv gefragt, was wir oben auf dem Turm machen. Und jetzt nochmal die Frage an euch, was machen wir hier? Soll ich noch so eine zweite Etage machen? Wenn ja, für welchen Zweck? Und natürlich freue ich mich über eigene Ideen ebenfalls. In der nächsten Folge werde ich dann ein Kaninchen, eine Kaninchenzucht erstellen, ebenfalls mit Fallen und aber auch die Käfige. Ich will noch nicht spoilern, wie ich mir das vorgestellt habe, aber darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Und leider sind wir für diese Folge auch schon mit der Zeit durch. Wenn es euch gefallen hat und ihr mehr sehen wollt, dann gebt doch bitte ein Like, das würde mich zumindest freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal bei The Forest mit mir. Haut rein, macht's gut und bis zum nächsten Mal.